Die Kinder der 3a spielen jetzt die Weihnachtsgeschichte. Da gibt es Josef und Maria, die Hirten, unfreundliche Hirte und Wirtinnen, Kinder und Engel. Und ein kleines Lämpchen ist auch dabei. A harmadik A osztály gyermekei egy karácsonyi történetet mutatnak be. Szerepelnek benne József és Mária, a pásztorok, a barátságtalan fogadósok és fogadósnék, gyerekek és angyalok, na meg egy kis bárány. The students of 3A are going to act out a Christmas story. In the story, you will see Joseph and Mary, shepherds, rude innkeepers, children, angels and a little lamb. Sind wir in der Stadt.
müde, ausgelaugt und matt, denn der Weg von Nazareth war beschwerlich, wie ihr seht. Doch der Kaiser gab Befehle, dass man alle Menschen zähle, und weil wir den Befehl vernommen, sind wir nach Bethlehem gekommen. Bitte euch, seht mein armes Weib, sie trägt ein Kind in ihrem Leib. So gebt uns doch für diese Nacht ein warmes Bett, ein schützend Dach. Ihr seid mir vielleicht verwegen, meine Zimmer sind vergeben. Nazarener sind nicht gerade sehr beliebt in unserer Stadt. Nein, für euch ist hier kein Ort, deshalb schert euch schleunigst fort. Guten Abend, liebe Leute, habt ihr Herbert für uns heute? Seht, wir kommen von weit her, unsere Beine schmerzen sehr. Lasset uns bei euch heute wohnen, Gott im Himmel wird euch lohnen. Ich halt mehr vom Lohn der Welt, wenn ich sehe wahres Geld. Doch nach Geld sieht ihr nicht aus, deshalb packt euch fort hinaus! Hey ihr zwei, nehmt euch in Acht, denn es ist schon späte Nacht. Und ich dulde auf keinen Fall diesen nächtlichen Krawall. Sucht euch endlich eine Bleibe, ehe ich euch von hier vertreibe. Ach, wie sind die Menschen blind, wissen nichts von unserem Kind. Tun mit Eifer ihre Pflicht, sehen die Noten anderen nicht. Wer gibt uns ein Nachquartier? Wo ist eine offene Tür? Höre Josef Gutern an, klopf an jene Tür dort an. Tut uns leid, dass wir euch stören, doch wir haben ein Begehren. Lasst uns ein in euer Haus, denn es ist so kalt hier draus. Leider kommt ihr heute zu spät. Denn ich gab mein letztes Bett einem altbekannten Gast zu der wohlverdienten Rast. Nehmt jedoch die Stückchen Brot, denn ich sehe eure Not. Und ich rate euch, fraget an, dort mein Gastwirt neben uns. Arm und hilflos stehen wir hier, zugeschlossen jede Tür. Ach, Herr Wirt, so habt Erbarmen mit uns Schwachen, mit uns Armen. Helft dem Weibe, helft geschwind, sie erwartet bald ein Kind. Überall im ganzen Land ist mein Gasthaus wohlbekannt. Unser Haus bietet das Beste nur für anspruchsvolle Gäste. Doch was geht ihr mich an? Hauptsache eine zahlen kann. Deshalb könnt ihr hier nicht bleiben und mir meine Gäste vertreiben. Hab Erbarmen, lieber Mann, schau die junge Frau bloß. Mir das Stimme. Hab Erbarmen. Verschwindet jetzt, aber fix!
wir zwei noch so an, drüben in dem Stall ist zwei. Unser Kind zeigt euch den Weg, wo es zum Stall geht. Du, fremde Frau, was meinst du denn? Man lässt uns hier in der Kälte stehen. Kein Mensch macht auf, sie wollen Ruhe. Die Tür schlagen sie uns vor der Nase zu. Die Frau erbarmt nicht gar so sehr. Du Mann, komm einmal her. Wir haben einen Stall vor dem Stall, wo der Vater seine Kühe in die Schafe hat. Da ist schön warm, da könnt ihr bleiben. Da darf euch kein Mensch vertreiben. Habt Dank, ihr halt uns in dieser Nacht, als kein Mensch die Tür uns aufgemacht. So weich ist das Heu, so warm ist das Stroh. Wir sind geborgen, wie bin ich froh. Mitten in der kalten Nacht hat sie das Kind zur Welt gebracht. In Bethlehem im Stalle, für dich, für mich, für alle. Seltsam heute diese Nacht, dort das Licht, es schimmert sacht. Und mir ist, als ob sein Schein dringet in mein Herz hinein. Aus dem kleinen Engelstall klingt es laut mit hohem Schall. Und ich höre helle Stimmen, gerade so, als ob Engel singen. Christ ist geboren, schallt es mit Macht. Heilig die Stunde, heilig die Nacht. Thank you.
Die Schafe hatten sich aneinander gedrückt, ganz dicht. Es war im Winter, weißt du, Nacht war's und kalt. Die Hirten saßen ums Feuer, steif und gebückt. Die Nacht ist heute so sternenklar, so klar, wie sie noch niemals war. Ich liege hier bei unseren Schafen und kann nicht schlafen. Hört auf, gib Ruhe, schlaf endlich ein. Was soll an dieser Nacht schon sein? Ich weiß es nicht, das gebe ich zu. Die Schafe finden keine Ruhe. Schau, keiner sich heute niederlegt. Mir scheint, sie sind zu aufgeregt. Lass doch die Schafe Schafe sein und schlafe endlich selber ein. Ihr beide habt mich sehr erschreckt und habt mich wieder aufgeweckt. Hör endlich auf, ich pfeif was drauf. Die Nacht ist heute so sternenklar, so klar, wie sie noch niemals war. Es ist nun Nacht. Ja, das ist wahr. Es leuchtet der Mond und Sterne klar. Es ist noch Nacht und doch so Licht. Der Stern dort scheint uns ins Gesicht. Ich habe fest und tief geschlafen, bis mich dann seine Strahlen trafen. Hör auf, gib du, schlaf endlich ein. Was soll an dieser Nacht schon sein? Ich hab den hellen Stern gesehen, am Himmel über Bethlehem. Heute Nacht, da hab ich ohne Pause, so irgendwas wie Ohrensausen. Hör endlich auf mit Stern und Schaf, ich brauche wirklich meinen Schlaf. Ein Engel, in der schwarzen Nacht stand er her. Groß war er schön, der hob den Hals. Was sind nun? Seht ihr den Stern? Und dann unter den Stall? Dorthin müsst ihr gehen. Von nun an ist alles gut. Ihr Hirten, ihr habt nicht geträumt. Kommt mit, sonst habt ihr was versäumt. In ein Stall vor Bethlehem könnt ihr das Christuskind heute sehen. Nun weiß ich, was mich heute so plagt. Das Christuskind hast du gesagt. Ich ziehe keine Schuhe an, damit ich schneller laufen kann. Hey, wart auf mich, nimm dir doch Zeit. Wir gehen besser doch zu zweit. Zu zweit? Ich will doch mit euch gehen. Ich muss das Christuskind auch sehen. Wir gehen besser gleich zu viel, weil man bei Nacht sich leicht verliert. Ich will doch hier nicht ganz allein im Dunkeln bei den Schafen sein. Jetzt verstehe ich euren Krach. Ich komme mit, ich bin hellwach. Ach, Freunde, macht nicht solch Geschrei. Ich komme ja schon, ich bin dabei. Der Engel rief, da liefen sie, die Hirten liefen wie noch nie und hinterdrein. Da. Das allerkleinste Lamm. Dort stand der Stern mit frohem Schein, die Hirten eilten querfeldein und hinterdrein. Da. Das allerkleinste Lamm. Die Hirten traten durch die Tür. Sie wachten kaum zu atmen schier und hinterdrein das allerkleinste Lamm. Es wurde alle Augen hell, es schlüpfte zu der Krippe schnell,
Nagy, nagy, Be! Be! Das allerklasse Land. Zum kleinen Stall, zum Christuskind. Und diese Nacht vergesse ich nie. Die Hirten fielen auf die Knie und danken Gott, den Herrn. Jézus megszület.